Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar heute ein Unboxing, und zwar ein Remake-Unboxing sozusagen von Ultra Factory. Wir haben das ja gesponsert bekommen, die aus dem Stream, und wir wissen es. Und das Video wurde gelöscht von YouTube, wir wissen es einfach nicht warum. Und weil es ein Sponsoring war, machen wir das Ganze ehrenamtlich nochmal. Und ihr seht, es ist nicht mehr der Karton, weil den Karton haben wir gar nicht mehr. Die Raketen passen darum nicht mehr in den Karton, die wir bestellt haben oder die wir zugeschickt bekommen haben. Ja. Deshalb jetzt ein bisschen anders. Aber was nicht anders an meiner Figur geworden ist, ist dieses wundervolle Ding. Es passt perfekt, Leute. Gönnt es euch noch? Ja, ich hab's leider gerade nicht an. Aber auch im Shop gerne nach Pullover suchen oder so. Teil und Zeit startet jetzt wieder für Silvester. Und mal ein Ding. Und am 1. Dezember, wenn es klappt, wird noch was Neues auf euch zukommen. Neues Design. Ja, ein neues Design und eine Änderung. Darum seid gespannt. Gebt dem Video gerne ein Like. Lasst ein Abo da. Gebt Kritik in den Kommentaren, positiv oder negativ. Beides brauchen wir, um diesen Kanal noch zu verbessern. Glaubst du verstehen? Genau. Beide Sachen, die auf jeden Fall zur Verbesserung besteht, weil es viel Gelaber am Anfang, ja, ist das für uns Mikrofone bestellt haben, damit uns noch unser Sound besser wird, die wir uns hier so ran pimmeln können. Genau. Und dann werden wir noch dieses Jahr in ein Mikrofon investieren, was man direkt ans Handy anschließt, dass wir beides haben. Und so wird der Sound besser, weil Qualität ist ja immer gut, aber Sound ist manchmal echt Katastrophe. Darum. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch bei Interviews oder Q&A zum Beispiel bei Pure in Germany war auch relativ leise leider. Oder auch einfach Einkaufstouren, da versteht man einfach einen besser. Kommt geiler rüber und Tonqualität besser oder schlechter. Jeder würde besser wählen, also ja, haben uns dafür einfach entschieden. Ich würde sagen, kann ich mir viel labern, endlich hier rein. Das wollt ihr sehen. Wir können uns mit dem Offensichtlichen anfangen, oder? Ja. Nämlich einmal mit den Dummelbummel Rockets. So, müsste man eigentlich sehen. Ich kann da hinten sogar nachgucken. Genau, sieht man perfekt. Wir haben 100 Gramm auf die 5 Raketen. Auf die, ja, das sind 5 Raketen. Genau. Also, perfekt. Nächster Artikel von Jorbe, relativ bunt, das Top 10. Mit wie viel sind 6 drin oder so? Da sind 6 drin, ja, genau. Muss nicht mal zählen. Top 10, also. Genau, hier Leute. Hier drin haben wir. Wie viel Gramm haben wir hier? Bitte stehe irgendwo, dass ich nicht so lange suchen muss. Egal, ich denke jetzt auch mal. Ja, 19,4 Gramm. Ja, naja. Dann starten wir mit dem, oh, ist das schwer, spannenden. Wichtig zu sagen, eine Batterie fehlt schon, die haben wir schon gefüllt im Halloween Special. Ja, so, one battery is missing because we have lighted up yet. I hope it's not a problem. Because we did a Halloween Special and we, yes. Lighted up. Okay, willst du dir was raussuchen? Ja, ich starte mal. Und zwar mit Single Shots, den Scream Single Shots von Klasek. 6 Stück sind drin. Du hattest sie ja bei PureWeb schon mal gesehen. Ich leider noch nicht. Sollen aber Spaß bringen. 11 Gramm, das ist egal. Dann die haben wir beide auch schon mal gesehen. Die Zombie Attack Wunderfallbombe von Garo. Ja. Geil. Hatten wir auch schon mal. 4 Stück mit ordentlich Wumms und 30 mm. Dann eine kleine Batterie. Man sieht mein Gesicht irgendwie gar nicht. Das war die Yellow Peony von Triplex. Mal was Kleines nebenbei. Dann aus der Big Bang Serie, die Mars von Jorge. Gibt es auch schon sehr lange diesen wundervollen Papier. Papier. Oder was auch immer. Nehmen wir Papier. Plastik oder Plastik. Ja. Dann nehme ich mir mal die nächste Jorge Batterie, und zwar aus der Big Bang Line, die Venus. Auch eine coole Batterie. 20 mm und 25 Schuss. Ja, genau. Wieder sehr schön hier oben. Fühlt sich auf jeden Fall richtig. Der Werbefunk hat sie eingestechen, und zwar haben wir jetzt endlich unseren ersten eigenen Merch rausgebracht. Wir haben für euch T-Shirts, Pullover und Tassen. Genau, 3 verschiedene Designs haben wir, das, das und das, in verschiedenen Farben, die wir hier anbieten. Genau, erster Link in der Videobeschreibung. Checkt's gerne aus, überzeugt euch selber und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Dann haben wir die Mosquito. Als nächsten Artikel. Ein Preis-Leistungs-Monster, würde ich schon sagen. Jo. Richtig geil. Dann, ja, nehme ich mal hier die Nuclear Attack von Klasek. Das ist eine reine Crackling-Batterie mit rotem Aufstieg. Genau. Ich checke immer da hinten ab, ob man das sieht. Ne? So, verrückt, aber ja, die Nuclear Attack. Dann die
Warte, der nächste Beitrag geht dumm um X-Shape. Ist die zwei legale Variante mit deutscher Beschreibung. Jo, gibt ja. Ja. Auch mal gespannt. Sehr viel Salut, was du dieses Jahr haben. Ja, die hat gut Wumms. Also, ich glaube, das ist nicht mal dein Salut. Ich glaube ehrlich, da ist sogar ein Effekt drin, aber. Und das Zeug. Aber halt rasant, ne? Im Fächer. Die Best Praise vom Classic, die kennen wir doch. Oder müsstet ihr auch von einem Short kennen? Glaube ich sogar auch in einem Video drin. So, sieht man perfekt. 20 mm. Richtig geil. Kompakt. Dann haben wir die Cobern Panicus. Auch mit dem geilen. Auch mit dem geilen losen Pulver. Aber nicht aus der Serie, sondern aus der Big Bang Serie, sondern aus irgendwas anderem. 25 mm. So, dann haben wir jetzt dreimal eine Batterie, die wir auf jeden Fall im Fächer zünden wollten. Die dran, ja. Die haben wir schon einmal, noch ein drittes und viertes Mal. Ja. Nein, zweites, drittes und viertes Mal gedreht. Genau, also Angaben, 30 mm, 13 Schuss, 287 Gramm nur und dafür wiegt die wirklich echt ordentlich. 21 Sekunden und 45 Meter hoch. Juckt keinen wie hoch. Es ist für mich eine schöne Batterie. Zerleger, nicht Bombe, aber auf jeden Fall machbar, Leute. Und. Ui. Oh, das gleiche. Die Zerfahr von Iskra. Auch ein zweites Mal haben wir die. Richtig geiles Teil. Die bringt auf jeden Fall immer Spaß. Ja. Also. So. Leute. Interessant, wir können ja vielleicht noch einmal ganz kurz eine Gesamtübersicht machen, oder? Ja. Würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich von einer kleinen Gesamtübersicht wieder. Leute! Das ist die Gesamtübersicht. Lässt sich sehen, oder? Lässt sich auf jeden Fall sehen. 200 Euro. 200 Euro. Haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Zwei schöne Raketchen. Da haben wir Single Shots, zwei Packungen. Eine ordentliche Ladung. Batterien? Und ein Verbund. Und ein Verbund. Leute. Ich glaube, das soll gewesen sein. Aber Leute, was wir auch. Oh, das haben wir fast vergessen. Das wollen wir auch noch sagen. Hiermit, mit diesem Video, offiziell werden wir nie wieder was mit einem Pullshop oder allgemein damit mehr zu tun haben wollen. Wir haben einfach genug davon, Leute. Wir werden auch älter, wir werden reifer. Ich würde sagen, nach einer Zeit merkt man dann auch einfach. Scheiß darauf, wir bleiben lieber bei den deutschen Shops, bleiben denen treu. Sowas ist natürlich cool, mal gratis zu kriegen. Aber es muss auf jeden Fall nicht sein. Ja. Auch wenn es so legale Sachen sind. Ja. Also, man hat halt vieles gehört, aber wenn wir uns auch in Zukunft nicht empfehlen. Davon haben wir auch früher noch gar nicht viel mitbekommen, wo wir da was bekommen haben. Das ist erst in der letzten Woche klar geworden. Ja. Ja. Also wir werden auf jeden Fall daraus lernen, Leute. Wir mussten das jetzt nochmal machen, weil es offline genommen wurde. Sonst hätten wir schon lange keins mehr gemacht. Aber naja, wir plädieren auch dazu, einfach gar nicht dort zu bestellen, unnötige Risiken. Unterstützt lieber die deutschen Shops, dass die erhalten, Leute. Und das soll es mit dem Video gewesen sein. Jo, lasst ein Like. Lasst ein Abo da. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Und check den Merch ab. Check den Discord ab, Insta und so weiter. Alle Links sind in der Beschreibung. Genau. Und der Link zu denen hier auch, weil ja. Das von mir ist. Check das ab. Genau. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.